Ja, hallo zusammen. Hier ist der Markus, euer Kölscher Schatzsucher. Ich bin mal wieder unterwegs. Heute für euch total ungewohnt. Heute bin ich mal in einem Waldstück unterwegs. Und ja, hier vermute ich eigentlich ein paar schöne römische Münzen zu finden oder generell was aus der Römerzeit zu finden. Ja, wie gesagt, ihr seid mit dabei. Ihr begleitet mich. Heute bin ich noch mit dem Deus 1 unterwegs. Die nächsten Videos werden eventuell schon mit dem Deus 2 gemacht werden. Aber das sehe ich erstmal so. So, vorab grüße ich meinen Sponsor, den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. So, und wie gesagt, gleich nach dem kommenden Intro geht es weiter mit meinen Einstellungen und mit meiner Kombi für heute hier in diesem Waldstück. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. So, heute zu meiner Kombi. Ich laufe heute wieder mit dem Deus, aber heute am Deus selber habe ich nicht die Ellipse, sondern die X35 22,5. So, verwenden tue ich heute mein Spezialprogramm, was er kennt. So, und wir gehen jetzt mal zu den Einstellungen. Also wir drücken auf Menü. Wir haben den Disk auf 2 stehen. Den Sens momentan noch auf 90. Den tun wir mal hochsetzen direkt auf 94. Die Frequenz von 7,7 kHz gehe ich runter auf über den Expert auf 3,7 kHz. So, die Eisenlautstärke bleibt bei mir auf 1 wegen den kleinen Objekten, dass das Eisen das nicht ausmaskiert. Die Reaktionszeit ist bei mir auf 2. Im Expert-Menü der Bodenfilter auf 0. Dann die Autoresponse auf 4, im Expert auf 1. Den Notch, den habe ich von 0 bis 6 stehen. So, das ist meine heutige Einstellung für den Wald. So, Leute, ich melde mich spätestens wieder beim ersten vernünftigen Fund. Ich hoffe, dass ich hier keine Schrottfunde zeigen muss. Wenn doch, seht mir nahe. Also, Wald ist was ganz anderes als wie ein Acker. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis nachher. Tschüss. So, hier sind wir beim ersten Signal. Geht hoch bis auf 98. Oder sind es ja zwei Signale? Nein, ich glaube nur eins, aber sehr konstant jetzt auf 82. So, ihr seid mit dabei, ich grabe mal. Draußen. In dem Knubbel. Ah, kann man nicht sehen. So. Kamera ein bisschen nach unten biegen. So. Na. Na, ist das da dran? Na, wo ist es? Hierbei muss es sein. Und ich glaube, da haben wir schon die erste Münze, oder? Ist das ein Knopf? Gucken. Ganz vorsichtig. Nein. Ist die erste Römermünze. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist ein Volli. Glaube ich zumindest ein Großvolli. Okay, das ist meine erste Münze hier. Ich hoffe, dass es so weitergehen wird, dass noch ein paar schöne Funde kommen werden. Also bis gleich. So, hier sind wir beim nächsten Signal. Ein bisschen höher. Ist ein 86er Signal.
So, ihr seid mit dabei. Gucken wir mal, was das ist. Noch drin, hier an der Kante ist es. Hier ist eine Wurzel auch noch zwischen, aber wollen wir ja nicht kaputt machen alles. So ein bisschen freiräumen, gucken. So, jetzt gucken wir mal mit dem Pinball danach, in welcher Ecke das liegt. Na, ist es noch tiefer? Na, das ist noch tiefer. Okay. Müssen wir weiter graben. Etwas tiefer. Müssen wir also doch größer machen, das Loch. Hoffen wir, dass wir draußen haben. Nein, ist noch drin. Und tiefer. Die wollte ich ja nicht eigentlich heute graben. Ah, da ist noch die Wurzel. In welcher Richtung das Ganze geht jetzt. Ist genau mittig drin. Okay, ich grab mal weiter und hole euch gleich mit dazu wieder. So, jetzt sind wir ziemlich nah dran. Da ist es. Ein Riesenstück Blei. Ich glaube schon, dass das von der Türangel ist. Also ich erkläre euch das mal. Hier kann man schön sehen, wo das Eisen drin gelegen hat. Und hier so rumgelegt worden ist. Das ist eingegossen worden. Aber eine Türangel kann natürlich auch im Fensterladen gewesen sein. Also irgendwo wird es eingegossen sein. Könnt ihr hier gut sehen. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, hier haben wir ein weiteres Signal. 98 geht ziemlich hoch. Ich habe schon angefangen zu graben. Was tiefer. Machen wir das Loch was größer. So. Gucken wir mal mit dem Pinpoint danach, in welche Richtung das Ganze geht. Also hier in die Ecke rein. Und es ist tiefer. So, wollen wir mal gucken. So, jetzt ist er draußen, glaube ich, hier in dem Stück wird es sein. Ich stelle euch wieder mal dazu und dann gucken wir mal.
Ja, haben wir doch, glaube ich schon. Ja, und wieder ein Stück Blei. Jetzt guck mal. Dann ist der ganze Pinpointer in dem Loch weg. Also schon relativ tief. Hier sind wir auf so einem Schutthügel, glaube ich, wo alles beiliegt. Ungefähr 3 Meter nach darunter kam die erste Münze. Und hier kommt das Blei. Okay, dann bis zum nächsten Punkt. So, hier haben wir das nächste Signal. Hier geht hoch von 71 bis 76. Hier war das letzte Bleistück, was ihr gerade eben gesehen habt. Hier das ganz große. Also wenn ihr jetzt mal guckt, hier das ganz große. Wir schwenken jetzt mal langsam so nach hier rüber. Einen Meter nach da. Das zweite. Und hier das nächste Signal. So, ihr seid wieder mit dabei. Wie gesagt, wir sind hier auf einem Schutthügel. Hier ist die Erde auch ziemlich weich. Seht ihr ja beim Graben. So, draußen. Hier in dem Haufen wird es jetzt sein. So, wollen wir mal gucken. Ihr seid ja live mit dabei. Ihr seht das. So, hier. Ja, hier. Ja, hoffentlich kein Knopf. Es ist rund. Ganz leicht vorbei. Okay, wieder ein Volley. Also, das ist wieder ein Volley. Volley Nummer 2. Dreimal Blei und 2 Volleys bis jetzt. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Objekt oder Fund wieder. Bis nachher. So. Hier haben wir ein weiteres Signal, ist von 70 bis 72, so, machen wir mal frei. Ab, raus damit. Ist noch drin, vielleicht hier am Rand oder etwas tiefer. Sehen wir jetzt. Ja, tiefer oder hier in dem Knubbel mit dran. So. So, das ist draußen und muss jetzt hier vorne beiliegen. So, wollen wir mal gucken, was das ist. Ja, ich glaube schon wieder. Ja, das nächste Stück Blei. Diesmal etwas kleiner, aber ein Stück Blei. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, hier haben wir ein weiteres Signal, positives Signal. Also geht bis auf 67, von 67 bis 85 hoch. So, und wenn ihr jetzt mal hier hinguckt, jetzt kann ich es euch auch mal zeigen. Das ist natürlich hier immer schwierig. Man müsste jetzt den ganzen Waldboden abtragen. Aber wenn ihr jetzt mal hier hinguckt, hier kommen schon kleine Ziegelsplitter. Na, haben wir noch welche? Müsste man den Boden mal sauber machen. Gucken. Na, vielleicht beim Graben. Also hier ist es. Hier ist das Signal. Also, gucken wir mal. Ne? So. Ne, noch im Boden oder tiefer. Tiefer also. Ja, wollen wir mal so. So, jetzt ist es draußen.
So. War also was tiefer gewesen. Ah, da liegt. Ach, ich sehe es schon. Wieder vorsichtig. So können wir es auch erkennen. Eine Griffeichel, also die am Griffende war. Wieder vom Möbelstück. Schubladengriff, Kästchengriff, irgendergleichen. Aber hier, ihr seht es, eine Eichel. Und ja nicht mal. Ich sag mal, gar nicht mal so schlecht, richtig schön tief war das. Also, wenn man jetzt reinguckt, ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 20 cm. Circa 20 cm im Loch. Okay, dann bis zum nächsten Mal. So, hier haben wir ein weiteres Signal. Geht hoch bis 95. Ich glaube aber, das ist Eisen. Aber wir gucken mal nach. Aber so kann ich euch mal hier zeigen, auch wieder hier. Hier kommen auch wieder kleine Ziegelbruchstücke hoch, die sich hier überall verteilen. Ach hier, hier, jetzt beim Graben. Da weitere Ziegelstücke. Ich hoffe, dass das man gut sehen kann. So, wollen wir mal gucken, was das hier ist. Ob jetzt Eisen ist, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus. Ach, eine dicke Wurzel. Ach, Schande. So. Mal gucken. Nein. Ich hätte jetzt tatsächlich auf Eisen. Jetzt haben wir ein 78er Signal. Na, dann wollen wir mal gucken. 78er Signal. Hier drin ist es. Ja, was haben wir? Ach, wieder ein Stück Blei. Ja, ein Stück Blei. Okay. Ja, oder ist das eine aufgeschlagene Kugel? Könnte auch eine aufgeschlagene Bleikugel sein. Also kann man so jetzt schlecht sagen. Ist auf jeden Fall Blei. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Hier haben wir mal eine etwas größere Ziegel, nicht dass das hängt. Ja, hier kommen welche hier in den Maulwurfshügeln überall. Hier auch, da, da, hier, so, hier kann man schön erkennen, dass hier mal irgendwas war. Nur leider sind die Funde nicht so gestreut wie auf dem Acker. Okay, dann bis nachher, wenn ein neues Signal kommt. So, hier haben wir wieder ein Signal, ein schwaches, geht hoch bis 98, könnte Eisen sein oder etwas, was ganz tief liegt. So, machen wir erstmal frei, oh, ein bisschen frei, 95, 98. So, ist noch drin. Draußen oder drin? Ja. Noch drin. Und tiefer, aber jetzt würde ich sagen, ist Eisen, weil der Ton ist weg.
Draußen ist es nicht. So. Mal gucken. So, wollen wir mal im Loch gucken. Hey. Ja, wollen wir gucken, das Pinpointer habe ich jetzt. Wo ist es denn jetzt? Was kann mit Pinpointer hier werden? Ist es hier dran? Ne. Na? Ah, da ist es. Also, jetzt müsst ihr mal gucken, wie tief das Loch ist. Jachtpatrone. Also von der Schrotpatrone ist das hintere Teil. Ja, wenn man jetzt den Pinpointer nimmt rein, ist er komplett im Loch drin. Also einmal kompletter Pinpointer. Okay, dann bis zum nächsten. So, hier haben wir ein 73er Signal. Geht hoch bis 76. Auch draußen. So, nicht draußen oben an. Na, wo haben wir? Wieder so klein. Ein kleiner Splitter, also so ein vom WK2, entweder vom Zünder oder sowas, so ein Alu-Splitter oder der am Korrigieren ist. Okay, bis auf ein neues. So, hier habe ich ein ganz sauberes 84er, 85er Signal. Mitten der Ziegelbruchstreuung hier. Jetzt wollen wir mal gucken. Ach, wieder unter einer Wurzel scheinbar. Naja, egal. Na. Wollen wir mal gucken, wo das ist. Ist ja nicht tief. So, ist schon draußen. Liegt jetzt hier oben bei. Ach komm, Pinpointer raus. Seht ihr? Hier sind die Ziegelstücke. Ah, da ist es schon. Oh. Oh ja. Erstmal der Pinpointer raus. Na? Ob das jetzt ein römischer ist, ich weiß nicht, ob der, ich will jetzt nicht drüber, ob das Silber ist, das ist ein, wäre dann ein kleiner römischer Löffel, also auf jeden Fall ein Löffel ist es. Ja, kann man das sehen? Ich hoffe, ja, so, ich denke mir schon, man kann das auf jeden Fall sehen. Ich mache es sauber und ihr seht es ja sowieso am Ende des Films, ja, bei der Zusammenfassung. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. So, hier haben wir ein springendes Signal. Bis 87 hoch. Wollen wir einfach auch wieder überall wurzeln, aber egal, da müssen wir durch jetzt. Also draußen ist es.
Also draußen haben wir. Oh, ich glaube, das könnte ein ganz kleiner Volli sein. Oder ein Knopf. Eins von beiden. Oh, was Kleines. Weder noch. So kann man sich vertun. Ich könnte euch jetzt das Volli verkaufen, aber nein. Ich bin ehrlich, so was mache ich nicht. Das ist von der Yachtpatrone, also innen von dem. Nur das Zündhütchen, was da übergeblieben ist. Der Rest ist wegkorrigiert. Vielleicht könnt ihr dazu sehen. Ja. Also auch wieder Müll. Okay, dann bis auf ein neues. So, hier haben wir wieder so ein genanntes Vollsignal. 89 konstant. Und ich glaube gar nicht mal, dass es tief liegt. Wir nehmen direkt mal den Pinpointer und gucken. Okay. Also es ist doch im Boden drin. Dann wollen wir das mal gucken. Ah. Oh. Gucken. Ist das Ding dann überhaupt an? Ja. Und warum kriege ich es jetzt nicht angezeigt? Dann wollen wir nochmal mit. Tatsächlich im Boden, also tiefer, obwohl es so laut ist. Wollen wir mal schauen. So. Also in dem Knubbel. Vielleicht ist das das typisch genannte Läppchengeld, was wir jetzt hier drin haben. Also, das ist ein Stamm der Kelten, die Läppchen. Für die, die das nicht kennen. Und es ist ein Stück Lesch. So, das war's. Also auf ein neues. Also nochmal ganz kurz zum das Läppchengeld war Verarschung. So. Ein Suchtag neigt sich dem Ende. Jetzt machen wir mal wie immer die Fundzusammenfassung. Und heute war nicht, sag ich mal, ein besonderer Tag. Es kamen zwar ein paar Funde, aber jede Menge Blei, Eisen. Wie gesagt, es ist im Wald immer was anderes, als wenn man auf dem Acker rumläuft. Also, jetzt werde ich euch das mal zeigen. Ich werde jetzt wieder die Kamera drehen. Und dann hoffe ich, nein, oder? Doch, jetzt ist sie gedreht. So, und jetzt können wir mal gucken. So, wir haben jetzt hier den ganzen Ertrag von heute. Blei, 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 Eisen. Hier, das wird ein Achsnagel sein. Den müsste man frei präparieren. Dann hier jede Menge großes Blei. Das, was ich euch eben gezeigt habe, ich habe euch ja nicht jeden Pfund, also ich werde auch nicht jeden Pfund, ich sag jetzt mal, als Video vorspielen, weil, wie gesagt, das interessiert doch keinen, den Schrott hier. Ich meine, hier so die typischen Jägerhülsen, Musketenkugeln. Ja, das, was die Leute im Wald hinterlassen. Eine Fassung von der Glühlampe und. So, aber jetzt wollen wir ja auch die ordentlichen Funde. Lass mal die paar, die gemacht worden sind. Ich stecke jetzt mal gerade mal meinen Spaten in den Boden, um die Dose zu öffnen. So, da haben wir hier die Eichel von dem Türgriff. Das Löffelchen, oder was übergeblieben ist, dann hier der eine Volli und der zweite Volli. Also wie gesagt, diesmal war nicht viel dabei, aber ich sag mal, man soll sich nicht beschweren, besser das als wie gar nichts.
Ja, Leute, so schaut's aus. Ja, die Fellersaison ist auch zu Ende. Zumindest bei uns in der Ecke sind zwar noch ein paar brachliegende Felder da, aber da ist schon gut drauf gesucht worden. Hat sich jetzt erstmal im Moment nicht rechnet für mich. Doch, jetzt sage ich mal, den ganzen Tag zu bleiben. So, mach mal wieder das Ganze andersrum. Ja, wie gesagt, die Folge hat ein Ende. Ich bedanke mich nochmal bei meinem Sponsor, beim Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ich bedanke mich bei euch für das letzte Jahr, für die, ja, ich sag jetzt mal, für die tollen Kommentare unter meinen Videos, dass ihr mir treu geblieben seid. Wir nähern uns mittlerweile der 10.000 Abo-Grenze. Ja, das heißt, wir sind jetzt erst bei ca. 9.200. Aber die 800 kommen auch bestimmt ganz schnell. Und dann haben wir die Grenze auch schon mal erreicht. Ja, ansonsten, ich sag jetzt mal tschüss. Wir werden uns beim nächsten Video wiedersehen. Also bis dann. Tschüss.